Hallo, Guido hier von blogbilders.de und wir wollen uns heute mal anschauen, welches die fünf erfolgreichsten Kryptowährungen in 2023 bisher waren. Dabei handelt es sich um eine sehr subjektive Liste. Also wir haben jetzt nicht einfach die genommen, die 1000% im Wert gestiegen sind und einfach nur, weil sie sehr klein waren und auf einmal Aufmerksamkeit bekommen haben, sondern schon uns die großen Kryptowährungen angeschaut, die auch langfristig erfolgreich waren. Und die auch einen guten Ausblick haben. Also zum Beispiel waren ja dieses Jahr Meme-Coins sehr populär, aber dabei ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nur um einen schnellen Trend ging und dass es nicht nachhaltig ist. Deswegen haben wir eher nachhaltige Kryptowährungen uns angeschaut. Und die fünf, in Summe sind es eigentlich sogar mehr, will ich euch jetzt mal vorstellen. So, das erste, was ich habe, hängt ein bisschen mit Ethereum zusammen. Wir hatten ja dieses Jahr bei Ethereum das sogenannte Shanghai-Update. Das heißt, dass im Prinzip Ethereum Staking und das Abheben live gegangen ist. Das heißt, ihr habt bei Ethereum die Möglichkeit, durch Proof of Stake jetzt Ethereum zu staken und dadurch Zinsen zu verdienen. Nachteil dabei ist, dass man 32 ETH staken muss, um halt diese Zinsen zu bekommen. Und aktuell ist Ethereum bei 1700 Dollar. Das heißt, man muss über 50.000 Dollar im Prinzip investieren, um zu staken. Deswegen gab es eben Staking-Services wie Lido oder auch Rocket Pool. Die machen euch das möglich, dass ihr dort weniger ETH einzahlt und die auch staken könnt. Das heißt, wenn ihr nur 2 oder 3 ETH habt, könnt ihr die dort einzahlen und bekommt eben auch diese Zinsen. Dann bekommt ihr eben anstatt Staked ETH, RETH oder STETH oder wie sie jeweils heißen. Und da hat sich der Kurs jeweils sehr gut entwickelt. Wenn wir uns das anschauen, bei Lido ist dieses Jahr im Prinzip der Wertzuwachs bei 80% gewesen, war auch schon höher dieses Jahr, aber langfristig hat sich das sehr positiv entwickelt. Und es ist davon auszugehen, dass gerade durch Ethereum und der größer werdenden Beliebtheit diese Staking-Services auch langfristig weiter an Beliebtheit zunehmen werden, weil Ethereum halt ein gutes Investment für viele ist und viele da halt die Möglichkeit haben, auch noch gute Zinsen zu verdienen. Aktuell bekommt man fast 8% Zinsen, wenn man Ethereum staked oder auch so Staking-Services wie Lido oder Rocket Pool nutzt. Seht ihr hier das Chart? Wenn wir das nochmal bei CoinMarketCap anschauen, seht ihr eigentlich, wie stark sich Rocket Pool entwickelt hat und nicht so einen starken Einbruch hatte wie andere Kryptowährungen, weil das halt einfach dieses Jahr durch dieses Shanghai-Update ein unheimlicher Boom war. Also das wäre im Prinzip meine ersten zwei Kryptowährungen, die packen wir aber mal an Position 1 und schauen uns jetzt Nummer 2 an. Dabei handelt es sich um Solana. Solana hat ziemlich gelitten. Solana war am Hoch mal bei über 220 Dollar, hier sogar 260 Dollar. Und ist dann mit dem Zusammenbruch von FTX und dem Rückgang der Kryptobeliebtheit auch stark eingebrochen, sodass wir teilweise schon bei unter 10 Dollar waren. Und wenn man sich das anschaut, seit Anfang des Jahres ist Solana auch wieder ein bisschen abgefallen zwischendurch, aber hat die Kryptowährung doch um 60-70% zugelegt und ist halt immer noch mit 15 Dollar relativ günstig im Vergleich zum Hof, wenn man sich das anschaut. Solana hat eben alle Möglichkeiten wie Ethereum auch. Das heißt, ihr könnt auch Smart Contracts machen. Es gibt eine NFT-Community, die sehr aktiv ist. Es gab relativ viele Meme-Coins auf Solana. Also Bonk ist zum Beispiel der größte, der dort gelauncht wurde. Und wenn man sich das anschaut bei DeFi Llama, sieht man, dass Solana auch noch über 90.000 aktive Nutzer hat und über 250 Millionen Dollar, die dort gerade noch investiert sind im System. Also im Prinzip noch eine interessante Blockchain und eine interessante Kryptowährung, die einfach stark abgestraft wurde, weil sie halt so eng mit FTX verbunden wurde. Und jetzt, wo sich das bei FTX langsam auflöst und klar ist oder immer mehr klar ist, wie es da weitergeht, wenn es überhaupt weitergeht, kann man sehen, dass Solana vielleicht noch viel Potenzial wieder nach oben hat. Nächster Punkt oder nächste Kryptowährung, die ich für euch habe, ist Aptos. Bei Aptos handelt es sich um eine sogenannte Web3-Kryptowährung. Die kommt im Prinzip vom Facebook Libra-Projekt. Das wurde ja nicht fortgesetzt, da wollte man eine Währung machen, eine eigene Währung.
hatte Facebook davor, das wurde nicht gemacht, weil es auch regulatorisch schwierig war. Und dann haben sich Teams abgespalten und das Projekt selbstständig fortgeführt. Und daraus ist einmal Aptos entstanden und Sui. Sui ist dieses Jahr erst gelauncht, Aptos schon in 2022. War Anfang des Jahres bei $3, ist jetzt über 100% gewachsen, wenn man das vergleicht. War natürlich zwischenzeitlich auch schon bei $20. Ist wieder stark abgefallen, aber hat langfristig ein Potenzial, weil es, wie gesagt, auch Smart Contracts gibt. Die Blockchain ist sehr schnell, hat viele neue Ideen, ist gut skalierbar. Ihr könnt alle möglichen DeFi-Varianten machen, NFTs, Blockchain-Gaming ist möglich. Und das wird auf jeden Fall ein Projekt sein, was man langfristig beobachten sollte. Bei mir Kryptowährung Nummer 4 in dem Sinne ist Bitcoin. Einfach Bitcoin als größte Kryptowährung ist nicht wegzudenken. Hat zwar auch verloren im Vergleich zum Hoch von 2021/22, war zwischenzeitlich schon bei 15.000 US-Dollar, ist mittlerweile gestiegen auf $26.000 und bleibt halt nach wie vor die Nummer 1 Kryptowährung, die sich stark entwickelt, genau wie der Kryptomarkt. Und wenn man sich das anschaut, ist auch langfristig Potenzial, weil Bitcoin einfach der Household Name im Kryptobereich ist. Unsere Nummer 5, fiel mir relativ schwer aufzupacken, ist Tron. Wer die Geschichte zu Tron kennt, Tron ist mal daraus entstanden, dass Justin Sun im Prinzip das Ethereum White Paper kopiert hat und Ethereum kopiert hat und da ist eben Tron daraus entstanden. Und wenn man sich das Ganze anschaut, ist aber Tron die Kryptowährung, die seit 2020 oder wenn man es weiter zurückverfolgen würde, auch 2090 im Prinzip 19 sukzessive gewachsen ist. War natürlich auch schon höher, aber wenn man sich das anschaut, ist das eben eine solide Entwicklung gewesen in letzter Zeit. Seit Anfang des Jahres fast um 30% zugelegt und wie man hier sieht, auch relativ stabil, immer über 5 Cent geblieben und legt jetzt weiter zu mit dem gesamten Kryptomarkt. Also definitiv auch was man beobachten könnte. Muss man immer ein bisschen kritisch sein, weil es eben Tron ist und Justin Sun und das nicht das glaubwürdigste Projekt ist. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel auch TRX staken und 4% Zinsen gewinnen. Und langfristig muss man sagen, dass das, wenn man sich die Kryptowährungscharts anschaut, schon eins der sehr guten Projekte ist, wenn man das Chart anschaut. So, jetzt hatten wir 5 Kryptowährungen. Ich habe noch einen Bonus, was aktuell recht interessant ist. Und zwar ist das Arbitrum. Arbitrum ist im Prinzip ein Layer 2 für Ethereum. Das heißt, Ethereum ist ja noch relativ schlecht skalierbar. Und da helfen zum Beispiel diese Layer 2s wie Optimism oder eben Arbitrum. Und Arbitrum ist aktuell bei $1, was relativ günstig ist. Zwischenzeitlich war das auch schon bei 1,75 und sogar noch höher. Und wenn man sich das anschaut aktuell, findet man viele Adressen, die Arbitrum gerade sehr stark gekauft hat. Gerade wo es so um $1 war oder aktuell ist oder sogar unter $1, findet man viele Adressen, wo eben ARP gekauft wurde und das erstmal ins private Wallet geschoben wurde, um das zu behalten. Man darf dabei nicht vergessen, der Ethereum Market Cap ist 200 Milliarden aktuell. Arbitrum ist aktuell als Layer 2, was langfristig eine wichtige Perspektive für Ethereum sein wird, bei 1 Milliarde, hat aber einen Fully Diluted Market Cap von 10 Milliarden. Das heißt, da kommen im Laufe der nächsten Jahre noch sehr viele Token auf den Markt, was man auch bedenken sollte. Aber langfristig sicher ein interessantes Projekt, was man noch beobachten könnte. So, das waren meine im Prinzip 5 wichtigen plus den Bonus Arbitrum und wir hatten ja 2 mit Lido und Rocket Pool Kryptowährungen, die beim Staken für Ethereum helfen und das waren im Prinzip so die Sachen, die ich aktuell beobachte. Wenn ihr dazu Fragen habt, nutzt gerne die Kommentare unten. Wenn ihr die kaufen wollt, die werden im Prinzip an allen großen Kryptobörsen gehandelt, an Binance, an OKX. Wenn ihr Futures dort handeln wollt, geht das am besten, dass für Deutschland nicht mehr bei Binance geht, bei OKX. Dort werden eigentlich alle gehandelt. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.